Okay, hey YouTube, weiter geht's. Neue Folge von Star Wars Battlefront. Und wo sind wir dran? Also ich schiebe jetzt einfach wieder weiter Star Wars Battlefront hinterher. Nächste Woche habe ich ein bisschen mehr Zeit und dann werde ich vermutlich Star Wars Battlefront aufnehmen. Nein, ich bin noch nicht ganz sicher. Vielleicht auch mal ein anderes Spiel vorstellen. Also mir geht es eigentlich mit dem Kanal darum, an, so die Spiele, die mir am meisten Bock gebracht haben, vorzustellen. Und es scheint momentan keinen Bonus zu geben beim Multiplayer. Und ich wollte immer noch mal gucken. Und zwar, wir haben letztes Mal Überleben geschafft. Und zwar dieses Überleben auf Solus, das war wirklich hart mit den auf schwer mit am Ende drei TIE Fightern und drei AT-ST im letzten Level. Was habe ich denn noch nicht gemacht? Eishöhlen habe ich schon gemacht. Und ich wollte dieses Überleben auf Hoth oder Hot mal gucken. Habe ich noch nie gemacht und wir starten direkt mit Schwerter rein, natürlich. Damit wir auch wieder hier die Multiplayer-Hand freischalten können. Dann hätte ich ja, ich gehe nochmal eben zurück, dann hätte ich hier dieses Rebellenlager und ohne irgendwelche Fahrzeuge auf Schwer. Da werde ich dann immer mal wieder reinhüpfen können, um zu testen, Waffen und Karten, also die Sternkarten ausgucken. Und ich wollte irgendwie aus irgendeinem Grund gerade nochmal Hot schaffen. Und es ist bestimmt interessant auch auf Schwer das Ganze zu machen. Ihr könnt dabei zugucken und mir geht es wieder darum, die Atmosphäre einzufangen auch und gucken, wie cool das wird. Ich bin mir sicher, hier werden auch wieder keine Fahrzeuge, keine AT-ST oder keine TIE Fighter kommen. Deshalb alles wieder Indoor. Mal gucken, was steht denn da? Als die imperialen Truppen die Kontrolle über Hoth übernehmen und das letzte Schiff der Rebellen den Schneeplaneten verlässt, bleibst du zurück. Ah, toll. Als Admiral Akbar seinen Fehler wenig später erkennt, befiehlt er seinen besten Technikern, dir zu helfen. Das ist ja schon was. Halte durch, bis die Rebellen den imperialen Flugcodes dechiffrieren können, die Basis abriegeln und benutze dann einen der Schneespeeder, um zu entkommen. Wow, das ist ja richtig was anderes als. Ist ja noch richtig Mission bei. Um wieder zur Flotte der Rebellen zu stoßen. Mit dem Schneespeeder, also. Diesem T, noch was, keine Ahnung. Okay, ja, cool. Also, die Imperialen sind gerade auf Hoth gelandet und Teil 2 und alle Rebellen konnten fliehen mit der Ionenkanone. Wir hauen einfach direkt rein. Was gibt's denn hier für Waffen? Oh, mit der Armbrust oder Sperrfeuer und Thermaldetonator. Das kenne ich inzwischen. Machen wir mal Armbrust und Kontaktgranate. Dürfte ein bisschen spannender werden. Und was für eine Waffe. Ich will weiter mit dem DH-17 testen. Den brauche ich nachher eh noch, um mein Ziel, den Auftrag von Jabba zu erfüllen. Im Multiplayer brauche ich das allerdings. Um meinen Auftrag von Jabba zu erfüllen, Wie brauche sieht's ich das. aus? Nein, keine Spur von Rebellen. Alles klar, bleiben wir in Bewegung. Ja, solange wir laufen, frieren wir wenigstens nicht. Und da kommt der böse Rebell. Allein zurückgelassen von Admiral Akbar, der böse Admiral Akbar. Oh, zwei Stück, ja gut. Eigentlich kann man das im Koop spielen, natürlich. Lass ihn laufen, wir müssen da beim Speeder bleiben. Okay, dann lass mal reinhauen. Wir haben schon gewonnen. Das Imperium hat diesen Luftspeeder mit imperialen Flugcodes gesichert. Wir arbeiten bereits an der Dechiffrierung, damit sie mit dem Speeder fliehen können. Also, halten Sie durch! Wo ist denn der Speeder? Hier vorne bestimmt, oder? Das ist dasselbe Level wie das, wo man startet mit, es gibt so diese Trainingsmissionen, zum Beispiel mit dem Darth Vader und... Das Imperium hat seine Suchdroiden geschickt. Imperiale Suchdroide in der Nähe. Ist das die DH-17? Ist ja krass. Da kommen sie schon wieder! Okay, kein Problem soweit. Kann man hier raus sogar? Ist aber gleich Ende, ne? Oh, hey, ein bisschen kann man hier raus. Jo, krass. Hier raus ist richtig was los. Hier geht's rein. Ich kenne die Map noch gar nicht so. Jo, so sieht es aus, wenn das Imperium irgendwann mal gewonnen hat. Da sind die zerstörten. Ich bin gespannt, wie im weiteren Verlauf des Levels, wohin die eigentlich latschen wollen, die Walker. Klar doch, direkt mal eine Granate geschmissen, ne? Das war bestimmt die erste Welle. Und hier kenne ich auch noch gar nicht die Bergungsobjekte, wo die alle sein sollen. Egal, hier die Atmosphäre wollte ich immer gerne haben. Überall ein bisschen. Wo man. Imperiale Einheiten gleich in Reichweite. Aufpassen! Diese Schocktruppen haben schwere Blaster. Na und ich habe eine Wookie am Boss. Ihre nächste Welle ist eingetroffen. Hier geht's nicht weiter.
Hier geht's. Boah, das ist aber eine große Map, oder? Kann das sein? Alles klar. Das wird doch spannend und aufregend. Gibt's denn hier keine Extras? Doch, Ladung. Okay. Elektronische Geräte summen und sirren und zirpen. Das war wohl mal die Schlafstation. Mein Gott, hier geht's auch noch weiter. Ja, los, komm, mach mal spannend. Anstatt jetzt hier rumzurennen mit nur einem Gegner, um ein bisschen safe zu sein. Fürs Erste ist es vorbei. Umbringen und weiterrennen. Das war also die Echo-Basis auf Hot. Müsste in ihrer Nähe eine Versorgungskapsel landen. Okay. Die erste Kapsel ist gelandet. Die ersten sogar Versorgungskapseln hier drin, ne? Mach ich. Die holen wir uns aber wieder mal erst, wenn... Oh, wo sind wir hier überall? Feind ist in Reichweite unserer Scanner. Das ist wieder der normale Hangar, oder? Jawohl. Ich bin also einmal da ganz hinten rumgerannt bis hier. Hier gibt es sogar eine Blasterkanone. Aber die kommt hinter mir, also bringt das nicht viel. Hier oben müssen sie jetzt eigentlich sein. Unsere Scanner zeigen eine weitere Welle an. Boah, ist das riesig hier, oder? Ich sehe aber bestimmt wieder Ende. Jawohl. Mal eine Kontaktgranate testen. Ja, eigentlich würde ich den einen Gegner jetzt gerne am Leben lassen. Oh, das ist aber nicht gut. Kann man da was machen mit Ionenschuss eigentlich? Komm, komm, komm. Ich muss an dem vorbei, weil ich will mir jetzt erstmal dieses Ding holen. Die Bergungskapsel. Heilige Scheiße, ist das groß. Alles klar, nicht schlecht. Wir können direkt mal die Ladung noch holen. Noch ein Bergungsobjekt, haben wir schon drei, oder? Ja. Wir übernehmen die Rettungskapsel. Warum, dass ich mich hier auskennen werde? Also, ich würde sagen, eins ist klar. Es gibt in der Mitte diesen einen langen Gang. Und das ist der Hangar. Jo, das war knapp, oder? Egal, Bergungskapsel ist mein... Hoffe ich doch. Imperiale Sturmtruppen haben mit der Bergung der Rettungskapsel begonnen. Das Arschloch. Na gut, dann muss ich ihn wohl ausschalten. Oder auch nicht. Wenn er wegläuft, was soll's. Bald haben wir die Rettungskapsel unter Kontrolle. Sie können noch nicht aufatmen. Laut unserer Scanner schickt auf eine massive Verstärkung. Eigentlich ist das alles nie so eine Herausforderung, wenn das nur Truppen sind im Endeffekt. Egal, mal gucken. Ich hab wieder eine große Klappe. Alle Mann auf Gefechtsstation, da kommen sie wieder. Unsere Scanner haben einen schweren... Ach, es gibt doch AT-ST hier. Na, das wird heftig. Okay, alles klar. Dann bin ich nicht gut ausgerüstet, glaube ich. Ihr Ionenschuss geht so. Komm, mach schneller, Junge. Geil, richtiges Eis hier unten. Die Rettungskapsel ist unter unserer Kontrolle. Aber wo soll denn der AT-ST rumrennen? Etwa in dem Hangar oder was? Okay, Fahrzeugschutz. Ach, nur ein Gegner. Ist doch nur das AT-ST. Na, dann gehen wir mal los. Schwerer LTSC nähert sich ihrer Position.
Eigentlich dürfte das nicht so schwer sein jetzt. Der kommt ja hier nirgendwo rein. Ich kann mich die ganze Zeit verstecken. Ob das jetzt schlau war? Egal. Gehen wir den mal einen hinten rein. Mit einer Armbrust. Der ist da, oder? Okay, wird doch heftiger, als ich dachte. Hoffentlich keine Bugs, dass wir da durchschießen können. Dauert halt einfach länger. Okay, alles klar. Das wird im Imperium eine Lehre sein. Holen wir uns mal nochmal neues ein neues Power. Imperiale Einheiten im Kampfgebiet. Zu ihrer Position. Eigentlich können die ja gar nicht so gut funktionieren. Denn alle mal bereit machen! Komm. Wow. Okay, der hat mich überrascht, zugegebenermaßen. Ja, wie sind die Dinger denn da unten jetzt hingekommen? Noch zwei Gegner, ja? Okay, die Orientierung ist noch übelst. Das ist doch gar nicht so einfach. Echt riesiges Gelände. Gute Map auf jeden Fall. Yay. Komm, mach mal schnell die Welle zu Ende. Und nächste Welle. Dafür müssen wir nicht mehr so viel. Ah, und wir gucken gleich nochmal raus, wie das denn ist, was die ganzen Läufer da draußen gemacht haben in der Zwischenzeit. Bestimmt eine Sackgasse hier zur rechten Seite. Nee. Geht doch noch weiter. Kommen wir wieder unten aus im Haupthangar? Nee, das ist ein extra Ausgang nach draußen. Wie sieht's denn hier aus? Die Läufer sind alle weggelatscht. Da hinten sind sie. Ach ja. Ausgezeichnet! Keine feindlichen Einheiten mehr auf den Scannern. Suchen Sie die Versorgungskapsel, die wir Ihnen geschickt haben. Oh, direkt hier. Egal. Wir kennen jetzt die Position einer weiteren Rettungskapsel. Drückt schnellstmöglich zu ihr vor. Hier geht's aber nicht mehr weiter. Sie sind gleich in Reichweite unserer Scanner. Was ich mir auch mal gedacht habe, was eigentlich nicht möglich ist, natürlich, ist hier zu schleichen. Also die werden dich immer finden. Dafür sind die gemacht. Was war das denn jetzt? Scheiße. Okay, testen wir nochmal die Armbrust. Jawohl.
Das sind aber auch schon ganz schön viele auf jeden Fall. Okay, und dann holen wir uns jetzt nochmal vorher die Bergungskapsel. Lass mal überlegen, wenn hier so eine Kanone stand, doch auch irgendwo, war die hier nicht unten? Oder da oben? Dann kann man damit das AT-ST ein bisschen aufs Korn nehmen. Und den Speeder brauchen wir vermutlich, den Luftspeeder. Er ist Level 6, gut, das muss jetzt noch schneller gehen. Ich will ja hier auch nicht so lange festhängen. Wir sichern die Rettungskapsel. Hier kann man natürlich auch nicht weiter rennen. Der hat wohl nicht viel mit zu tun, würde ich mal tippen. Ja, ah, doch, ist ein Stück weiter. Wir warten. Ne, wir brauchen eh nicht zu warten, denke ich. Wir empfangen feindliche Signale. Elite-Schattentruppen nähern sich ihrer Position. Oh, die sind nicht gut hier in diesen engen Gängen. Geht's da auch noch lang? Ja. Alle Mann auf ihre Posten! Jetzt schnell heilen, bitte. Okay, da kommt schon mal keiner mehr. Okay, geschafft, würde ich sagen. Imperiale Welle besiegt. AT-ST vermutlich. Ich glaube, wir können die Ladung echt gut gebrauchen jetzt gerade. Ah, da haben wir uns zuerst die hier. Der Feind ist gleich in Reichweite. Wenn AT-ST kommt, brauchen wir die Ladung für Ionenschuss natürlich. Und ich habe noch immer nicht die beiden weiteren... es fehlen noch zwei Bergungsobjekte. Hm? Naja, ist auch nicht so dramatisch dann. Also doch kein AT-ST, wieder normale Truppen, glaube ich. No, okay, alles klar, das war klar. Schattentruppler von hinten. Mit wenig Lebensenergie. Doch mal eine andere Waffe oder bleiben wir dabei? DH-17 und S. Wir bleiben erstmal dabei. Das ist nicht ideal. Ich hätte mein Power-Up mal einsetzen sollen, nicht dort Trottel. Fürs nächste Mal merken wir uns das. Wow, no, nicht schon wieder. Okay. Feindliche Einheiten besiegt. Jetzt AT-ST vielleicht. Hier. Halten Sie die Augen nach einer Versorgungskapsel offen.
Und nochmal eine Versorgungskapsel. Okay, versuchen wir mal ein bisschen klarzukommen mit diesem Gelände. Unsere hier. Unsere Scanner haben noch eine Rettungskapsel geortet. Also, der zentrale Weg, den man kennen sollte, ist natürlich hier in der Mitte. Daran kann man sich mal orientieren. Das ist dieser Hangar. Ein X-Wing. Feindliche Einheit. Ein Luftspeeder. Hinten noch ein Luftspeeder. Imperiale Einheit, gleich in Reichweite. Und welche hinter mir? Okay, jetzt ist es vielleicht Zeit, das Ding mal einzusetzen. Obwohl, wir sind nur wieder davon gekommen. Lass uns nochmal gut sein. Kommen die von links oder sowas? Nee. Ist da noch ein Herz? Nee. Okay, es wird heftiger. Jetzt sollte ich das Ding einsetzen, glaube ich. Na komm. Was war das? Nein, nein, nein. Die würde ich auch mal gerne testen. Und zwar weiß ich nicht, ob sowas klappt mit den KI-Gegnern. Ob die nämlich vollkommen immun sind gegen Blend und Schockgranaten und sowas alles. Schockgranaten natürlich nicht, aber gegen Blendgranaten vielleicht. Weil man kann nicht schleichen, die wissen sowieso immer, wo man ist. Und wieso sollten die nicht sehen können? Nein! Okay, es wird doch heftiger, als ich dachte, was? Ich bräuchte eigentlich eine bessere Waffe, aber wir bleiben dabei. Es gibt immer Hoffnung. Ich muss einfach ein bisschen besser werden, mehr aufpassen. Was passiert eigentlich, wenn man ein... Naja, ich weiß schon. Wenn man mein Ding ins Ziel starten würde. Okay, das war's. Bleiben Sie wachsam! Der Feind bereitet noch einen Angriff vor! Oh nein, ich hätte die Bergungs absolvieren sollen. Egal, die kann ruhig da liegen bleiben, glaube ich. Wir holen uns als erstes nochmal hier noch so ein Power. Und dann das Herz ist wohl dringend nötig. Nicht dringend. Bereit machen! Aufpassen, in der Gegend gibt es Scharfschützen! Was, womit voll schwer zu schießen ist, ist eigentlich mit diesem E-Web, wie das heißt, also dieser Blasterkanone. Weil der Schuss hängt viel zu tief unter dem Fadenkreuz. Ein bisschen besserer Zoom wäre auch nicht schlecht. Da kommen sie schon wieder! Da rechts von mir kommt jetzt vielleicht einer. Sie haben es geschafft! Erledigt. Ich hätte mir mehr Zeit lassen sollen. Egal. Unsere Scanner zeigen eine weitere Welle an. Okay, gucken wir erstmal, was für eine Welle das sein wird. Normale Truppler. Bleiben wir hier bei dem E-Web, glaube ich. War doch gar nicht so schlimm, wie ich es dachte. Okay. Ich hab doch so ein Ding hier, ne? Oh, das waren aber nicht so viele jetzt.
Es wird spannend. Scheiße. Okay, zwei Gegner, zwei Dingens. Nicht schlecht, jetzt wird Zeit, mal das Teil da klar zu machen. Wir lassen wieder mal immer mindestens einen übrig pro runtergekommenen Teil. Pro Bergungskapsel, sodass wir immer verstreut auch unsere Power-Ups haben. Bald ist die Rettungskapsel in unserer Hand. Und das Herz könnten wir uns zurück mal holen. Hier vorne noch die Ladung. Gut, ein X-Wing 2 T-47 Luftspeeder hießen, glaube ich. Habe ich denn hier noch was übersehen? Egal. Das letzte Bergungsobjekt fehlt noch. Die Bagdad-Tanks. Wir haben die Rettungskapsel erbeutet. Ich sollte mir auch noch so ein Ding holen von da, ein Power. Wir haben eine Imperial-Suchtruine in ihrem Quadranten geortet. Irgendeine Zelle. Okay, komm, schnell so ein Ding holen und dann den letzten... Ach, das schaffen wir auch so, glaube ich. Unsere Verteidigungslinie hat gehalten. Level 12, also. Wir haben eine Versorgungskapsel für Sie abgesetzt. Ach, schon wieder eine. Wir haben das Signal einer weiteren Rettungskapsel geortet. Oh. Egal. Nächste Welle, mal gucken, was kommt. Hoffentlich ein AT-ST jetzt mal, dann habe ich hier wenigstens direkt das Fahrzeug geschützt. Alle Mann auf ihre Posten! Armbrust ausrüsten. Alle Mann auf Gefechtsstation, da komme ich wieder! Okay, erstmal Fersengeld geben, glaube ich. Und ich muss schnell weg hier. Wie brutal, kam der von vorne. Hier ist so eine gute Deckungsposition. Komm. No, weg hier. No, nicht da lang. No. Okay, ich habe es, glaube ich, geschafft und überlebt. Oh nein, das ist die Sackgasse, ne? Scheiße. Lauf jetzt einfach nur. Schon wieder eine Sackgasse, das kann doch nicht wahr sein. Okay, drei Gegner nur noch. Das sollten wir schaffen. Vermutlich Schattentruppler. No. Ah, geschafft. Okay, easy. Jetzt sind die dran. Einen noch wegholen schon mal. Boah, das war doch wieder viel zu knapp.
Trotzdem schon mal einen wegholen, würde ich sagen. Mit einem vollen Schuss von meiner Armbrust. Na, ist klar, die haut doch rein. Okay, und ich würde sagen, YouTube, wir sehen uns beim nächsten Part.